erste Folge Shakedown. Max zeigt seinen Daumen, geht spazieren und nervt John Degenkolb. Wir sind heute in Hamburg bei den Hamburg Cycle Classics, einem ganz berühmten Fahrradrennen. Ich habe heute Morgen schon die Jedermann-Runde abgeschlossen, 100 Kilometer, ich bin komplett zerstört. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, das Wetter ist katastrophal. Jetzt wollen wir uns mal die Profis anschauen, ja? Wie machen die denn das Rennen? Und wir machen uns darüber ganz gemütlich und dann versuchen wir mal nach dem Rennen den ein oder anderen Radprofi vor die Linse zu kriegen. Das Rennen der Profis ist durch. Dege ist sensationell Zweiter geworden. Großartige Leistung. Ich bin aber jetzt komplett fertig. Zumindest ist das Wetter richtig gut geworden jetzt. Aber ich habe Krämpfe in den Beinen. Es geht gar nicht mehr. Ich muss jetzt zu meinem Teamboard, ohne Witz. Wollen wir den anquatschen? So, wir sind den deutschen Radfahrer Paul Voss reingelaufen. Paul, erzähl mal, wie war das Rennen? Wie waren die Cycle Classics für dich? Paul Voss, knackige 30 Jahre alt, gebürtiger Rostocker, Fahrer bei Bora Argon 18. Obwohl er privat eher graue Kapuzenpullis bevorzugt, hat er auch schon mal das Bergtrikot bei der Tour de France getragen. Schnell, windig, unangenehmes Wetter zum Teil und ziemlich viele Stürze, aber an sich wieder ein schönes Erlebnis. Du warst ja lange in der Ausreißergruppe. Nee, das war ich nicht. Tja, siehst du, da hat man gesehen, dass ich keine Ahnung vom Radsport habe. Nee, es war mein Teamkollege, war lange, der wurde kurz vor 200 Meter vom Ziel eingeholt. Aber hättest du dir auch gern gewünscht, oder? Ausreißergruppe? Ja, das war mit mir jetzt nicht so geplant. Ich wollte im Finale ausprobieren, aber da wir einen vorne hatten, hat sich das erledigt gehabt. Und es ist natürlich schade, dass ich ihn kurz vor einem, wo so ein schönes Ergebnis wäre immer gut gewesen auf das Team. Jetzt ist ja vor ein paar Wochen eine wirklich große Meldung rausgekommen, die Sensationsmeldung im Radsport, würde ich sagen. Ja, Peter Sagan kommt zu euch. Freust du dich auf Sagan? Ich habe für nächstes Jahr keinen Vertrag. Oder noch nicht. Von daher ist natürlich schön für den deutschen Radsport und fürs Team, aber ich weiß noch nicht, ob ich Teil des Teams bin. Von daher kann mich dazu jetzt nicht gerade gar nicht weiter äußern. Ja. Was können wir da machen, dass du da einen Vertrag kriegst? Was machen wir da? Da kann man nichts machen, muss man nur hoffen und warten. Ja. Ich glaube, der Sagan würde sich freuen, wenn du ihn schön anziehst. Ja. Bisschen Sprinttraining das üben. Das würde mich auch freuen. Ne? Ja, Mensch, großartig. Du, vielen Dank für deine Zeit, wir wollen dich gar nicht länger aufhalten. Gerne. Und wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg und natürlich drücken wir dir die Daumen, dass du hier einen richtig schönen, auch dick dotierten Vertrag bekommst. Dankeschön. Klar, ne? Okay, wunderbar. Okay, vielen, vielen Dank und komm gut nach Hause. Danke. Ciao. Sechseinhalb Stunden später. So, da ist endlich mein Teambus. Jetzt mache ich es mir so richtig gemütlich. Okay, zugegeben, das ist gar nicht mein Bus. Meiner steht nicht bei den Cycle Classics, sondern in der Werkstatt. Die Sauna ist kaputt. Krämpfe ohne Sauna behandeln, da brauche ich wohl Hilfe vom Profi. Ich bin heute die 100 Kilometer gefahren. Er hat mich ganz gut abgeschnitten wie du. Hab aber immer noch Krämpfe in den Beinen. Was mache ich da jetzt am besten dagegen? Hast du da irgendwelche Tipps? Du als Profi? John Dege Degenkolb, Milan Sanremo-Sieger, Paris-Roubaix gewonnen, sogar die Cycle Classics hat sich der 27-Jährige aus Gera schon geholt. Johnny Boy fährt aktuell zwar noch für Giant Alpecin, im kommenden Jahr dann aber für Trek Segafredo. Ein alkoholfreies Bier trinken, ein alkoholfreies Weizen, das ist eigentlich die beste Erholung. Und willst du nicht vielleicht wissen, wie mein Rennen gewesen ist? War bestimmt sau schwer, oder? Ja, sehr wellig. Ich habe die ganze Zeit Krämpfe gehabt. Ich bin jetzt fix und alle. Ja, in Hamburg sind ja auch echt solche richtig großen Berge und so stehen. Die stehen da einfach absolut, im Weg rum. Ne? Absolut. Ich bin auch kein Bergfahrer. Ja. Deswegen, ich bin froh, dass ich es überstanden habe. Ja, und deswegen freue mich jetzt auch, wie John, sicherlich endlich nach Hause zu kommen und Feierabend zu machen. John, vielen Dank. Komm gut nach Hause und viel Glück noch für den Rest der Saison. Jo, danke.